Ja, dann ein herzliches Hallo an Sie, liebe Frau Jutta Speidel. Herzlich willkommen Ich grüße im Sie. Emo-Talk. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute im wunderschönen Le Méridien in Ja. München. Leider mit keinem schönen Wetter draußen. Was soll man Ja. machen? Ja. Es hat gestern noch geschneit und heute Aber sieht es wie so trüb verrückt. aus, ja. Ja, also ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und es war ja auch ein Herzenswunsch von Ihnen, dass wir heute auch über Horizont sprechen. Natürlich. Und bei mir geht es ja im Wesentlichen um das Thema Emotion. Und ich habe mir das so im Internet angesehen, was Sie da auf die Beine gestellt haben mit diesem Projekt Horizont. Sind Sie ja schon ganz viele Jahre dabei. Und absolut, das hat wahnsinnig viel mit Emotionen zu Also es tun. hat mit sehr, sehr viel Emotion zu tun, deswegen ist es wirklich ein Hauptthema von mir. Natürlich auch mein Beruf hat auch immer sehr viel mit Emotionen zu tun und generell mein Leben hat sehr viel mit Emotionen zu tun. Genau. Mögen Sie denn ein bisschen was sagen zum Thema Horizont? Ja, sehr, sehr gerne. Also Horizont ist ein von mir gegründeter Verein vor über 21 Jahren mittlerweile. Wir haben am 27. Januar wirklich unser 21. Jubiläum. Und ich bin damals durch Zufall auf die Problematik in München gestoßen, was aber dann sich erweitert hat auf ganz Deutschland, weil ich 2 Jahre recherchiert habe, dass es obdachlose Kinder gibt. Und obdachlose Kinder darf man sich jetzt nicht so vorstellen, als ob die immer nur rumlungern am Bahnhof oder sonst irgendwo, sondern es sind eben zum großen Teil Kinder, die in die Obdachlosigkeit hineingeboren werden oder die von ganz klein auf einfach in so einer Notsituation leben. Und ich finde es so beschämend für Deutschland, dass es überhaupt diese Tatsache gibt. Und ich habe dann recherchiert und habe mir überlegt, wo sind denn die untergebracht? Wo leben die denn? Die können nicht auf irgendwelchen Parkbänken schlafen. Das tun sie natürlich auch nicht. Dafür sorgen schon die Städte. Aber die Unterbringungen sind eben zum Teil erstens mal nicht kindgerecht, zweitens mal auch überhaupt nicht darauf ausgerichtet, dass man versucht herauszufinden, was ist eigentlich mit diesen Familien passiert, was ist mit den Frauen passiert und den Kindern. Und da ich selber Mutter von 2 Töchtern bin, natürlich mittlerweile, ich bin auch schon Großmutter, erwachsen sind, weiß ich sehr, sehr genau, was es bedeutet für eine Mutter, Kinder so groß zu ziehen, dass sie wirklich eine Chance im Leben haben. Und dazu gehört einfach die Stärke einer Mutter auch. Und ich habe selbst am eigenen Leib erfahren, weil ich oftmals auch durch meinen Beruf und dann musste ich woanders sein und dann habe ich die Kinder mitgezogen oder ich bin ständig nach Hause gefahren. Wenn man schwach ist, wenn man auch müde ist, wenn man abgekämpft ist, kann man nicht wirklich Kindern, die ganz anders powern und ganz andere Bedürfnisse haben, gerecht werden. Und so habe ich, als ich dann wusste eben, was mit obdachlosen Kindern eigentlich passiert ist, dass sehr, sehr viele oder die meisten von ihnen traumatisiert sind, dass sie Gewalt innerhalb der Familie erfahren haben, dass sie vielleicht selbst Gewalt und sexuelle Übergriffe erfahren haben, habe ich einfach gesagt, so, da muss man was machen. Man muss in Deutschland ein Projekt gründen und das habe ich dann gegründet, wo man einfach zeigt, wie man diese Notsituationen von den Familien verbessert. Und das habe ich gemacht. Das finde ich einfach schön.